Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder vom Hof Gneisel in der Ellerbach V2-Version hier zu unserem Realismus-Selbstversuch. Wir haben in den letzten zwei Folgen, glaube ich, uns um die Felder gekümmert. Und zwar haben wir Gülle ausgebracht. Einmal noch auf der 94. Da haben wir relativ guten Stickstoffwert und hier oben auch teils gut. Auf der 32 beziehungsweise noch auf den Wiesen in der Folge zuvor. Was steht heute an? Wir wollten heute weitergehen in unserer Grünlandpflege. Wir haben ja dann noch als nächsten Schritt angefangen, die Wiesen mit einer Egge zu bearbeiten, damit die Maulwurfhügel sozusagen simuliert rausgenommen werden, geklettet worden. Und dann wollen wir nämlich dann striegeln mit Nachsaat. Und hier möchte ich kurz intervenieren. Ihr habt mir geschrieben, Yogi, ich muss kurz nochmal einen Schritt zurück. Mir hat es nämlich einer geschrieben, du musst erst mit einer Wiesenegge drüber, dann tust du striegeln und nimmst das Kombigerät dann noch mit dem Saatgut drüber. Die Wiesenegge und die Striegel haben dieselbe Funktion. Das habe ich nun aus euren Kommentaren herausgenommen. Heißt, ich werde im nächsten Schritt, das nächste Mal, wenn wir das wieder machen, werde ich wahrscheinlich direkt auf das Kombigerät zurückgreifen. Nämlich, wenn wir hier reingehen, ich glaube, mit der sind wir drüber und den Striegel haben wir hier. Da werden wir dann mit dem Einböck drüber gehen. Das würde ich dann das nächste Mal direkt machen, dass wir sozusagen nur einen Arbeitsschritt machen. Jetzt haben wir doppelt gemobbelt, ist nicht so schlimm. Ebenso habt ihr mir geschrieben, und das weiß ich, das wusste ich zuvor schon, dass diese Nachsaat in dem Sinn nichts bringt. Jedoch, ich will ja so ein bisschen realistisch den ganzen hier einverleiben. Deswegen werde ich das trotzdem machen. Ihr habt mir aber auch geschrieben, ich muss irgend so eine Slip-Geschichte, eine Mod mit reinnehmen. Dann macht es wieder mehr Sinn, weil dort dann das Ganze zerstört wird und ich wieder anfangen muss, das Ganze nachzusehen. Habe ich auf der Liste, werden wir dann reinnehmen. Jedoch mache ich jetzt erstmal in diesem Schritt so weiter. Gut, ihr seht also, ich habe bis spät in die Nacht, es ist gerade 7, da stand nicht andere Leute auf, habe ich noch gearbeitet, aber wir gehen jetzt schlafen und fangen dann im nächsten Tag an mit unserer Grünlandpflege. Wir haben die Ecke, wir haben den Striegel mit Nachsaat und Güllefass. Haben wir ausgeliehen vom Maschinenring, beziehungsweise werden wir ausleihen. Dementsprechend werden wir das Ganze dann auch bezahlen noch müssen. So, hier bin ich noch nicht ganz glücklich mit der Geschichte, ne, dass es so reinbackt. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Ob es mir gleich hier die Möhre durch die Gegend schiebt oder was da passiert. Jo. So, wir könnten eigentlich das dann so lang auf die Seite tun, dass auf jeden Fall da nichts durch die Gegend backt. Sicher ist sicher. Gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich ganz kurz den Viechers noch was zum Fressen machen. Jo, das habe ich mir schon gedacht. Das Frühstück ist leer. Deswegen kriegt ihr was Frisches zum Knabbern. Sehr, sehr schön. Ja, wir sind in der 78. Folge. Ich glaube, jetzt habe ich die richtige Nummer wieder. Ich komme immer wieder durcheinander. Ne? Jedoch, man merkt, leider merkt man jetzt halt, dass das Interesse so ein bisschen verloren geht langsam. Kann sein, entweder bin ich ein bisschen langweiliger geworden, was auch vollkommen in Ordnung ist. Oder die Leute haben sich halt satt gesehen. Aber das ist ja das, was ich auch so ein bisschen vermutet habe, dass wir da langfristig vermutlich die 100 nicht erreichen werden. Ist für mich persönlich nicht schlimm, ne? Also seht oder nehmt es jetzt bitte nicht falsch auf, sondern ich werde einfach für mich selber dann weiterzocken. Aber dann suche ich mir neue Projekte, ne, wo wieder spannend sind. Ich will ja meinen Kanal am Laufen halten. Ich will ja hier keinen toten Kanal. Ist ja klar, oder? So, also. Dann machen wir mal hier ein bisschen eine kleine Mische.
Und dann würde ich nämlich sagen, gehen wir anschließend gleich mal dann in die Grünlandpflege rein. So. Gut. Dann läuft es eigentlich wie immer ab. Wir brauchen einmal Silage, einmal Heu. Und dann sind die Viecher jetzt erstmal versorgt. Einmal aufschneiden die Möhre. Was haben wir denn da noch drin? Da ist noch Heu drin, ne? Jo. Dann schalten wir hier schon mal an. Es sind nur noch 100 Liter, also nicht der Rede wert. Brauchen wir auf jeden Fall noch was. Und dann nehmen wir das Ganze hier aus dem Heulager raus. Und da habe ich euch mal wieder einen Kommentar mitgebracht vom Husky, der fragt, was ich hier für ein Lager verbaut habe. Ich habe das vom Castor genommen. Das gibt es im Mod-Hub. Jedoch ist es so, dass ich mir das im GE geöffnet habe. Da ist nämlich normalerweise eine Collie hier drin. Und die habe ich einfach gelöscht und durch einen Platzhalter ersetzt. Na, damit ich die Notes nicht neu umschreiben muss, dass da nichts passiert. Also einfach die Collie rausgenommen und erledigt gar die Möhre. So kannst du wenigstens dann auch hier noch deine Fahrzeuge gegebenenfalls rein platzieren. Und das war's. Also Castor, Mod-Hub, erledigt. Hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, warum ich das vom Castor nehme. Normalerweise das vom Andy finde ich zum Beispiel besser, vom Farmer Andy. Das gefällt mir optisch wieder am Muggersäckele besser. Es ist aber so, du hast halt immer das Thema, wo finde ich das? LSFM, hä? Finde ich nicht. Ne? Und so sagst du einfach, pass auf, Mod-Hub, Castor, fertig. Mod-Hub kennen die meisten und da tue ich mir einfach ein bisschen einfacher, das Ganze dann zu erklären. Und dann ist für mich die Welt auch in Ordnung. So, der müsste jetzt eine Minute wieder rödeln. Jawohl, und das tut er dann auch. 2 Minuten. So, und in der Zwischenzeit erkläre ich mal zumindest denjenigen, die neu am Kanal sind, grüßt euch Gott miteinander, wie ich das Ganze hier mache. Und zwar ist es so, ich bin ja hier in einem selbst gehosteten Multiplayer und habe hier einen Maschinenring, der mir sozusagen über eine Rechnung die Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Und jetzt mache ich hier mal über Store Deliveries, Filiallieferung, so nennt sich die Mod, mache ich mir hier einen Marker und rufe jetzt sozusagen den Händler an und sage, du, liefer mir mal bitte einen Striegel. Okay? Bevor ich das aber hier machen kann, muss ich den Hof wechseln, weil ich bin ja jetzt im Hof Kneißl. Heißt, ich gehe hier rein. Jo. Dann gehe ich hier rein. Und hole mir den Striegel. Den hier. Mit Gras, Saatgut, definitiv. Und den kaufe ich jetzt. Ich bin Maschinenring. Ne, habe das also über den Maschinenring gekauft und anliefern lassen. Jetzt muss ich natürlich den Hof wieder wechseln. Damit ich das Ganze richtig zuordnen kann sozusagen. Denn wir werden uns jetzt gleich noch ein Big Bag Saatgut kaufen. Wir spielen mit Realistic Seeder. Muss ich testen, habe ich bisher noch nicht so wirklich erfolgreich hingebracht. Werden wir hinkriegen. So, ich arbeite mit dem. Und am Ende des Tages gehe ich dann über eine Rechnungsmod dazu wieder in den Maschinenring. Und dann kann ich hier oben eine Rechnung erstellen und sozusagen dem Hof Kneißl das dann in Rechnung stellen. Das mal kurz so by the way. Und bevor wir es vergessen und einen Fehler machen, nehmen wir Realistic Seeder. Wir brauchen das richtige Gras, Big Bag Gras Saatgut. Den kaufen wir mal.
Die Frage wird dann klar sein, was ich mir jetzt gerade stelle ist, der LS kann es ja jetzt in meinem Fall hier nicht richtig darstellen. Ne? Wenn ich jetzt hier drüber gehe, wird da nichts passieren. Die Frage ist, ob trotzdem das Saatgut leer wird oder nicht. Da bin ich mal gespannt. Also wir wollen ja ein bisschen realistisch spielen und müssen halt mit den Gegebenheiten klarkommen, die vorhanden sind. Wir werden aber, wie gesagt, diesen Slip-Mod nächstes Mal reinnehmen. Jetzt im Nachhinein macht es na klar keinen Sinn. So, die Mische ist soweit fertig. Ja, wir sind bei 100%, dauert 2 Minuten, so circa. Tanken müssen wir. Der Schlepper staut wieder im Weg. Ich habe also ganz ehrlich, Yogi, du hast so das Händle dafür. Das Zeug immer im Weg nächstelle, immer. Weißt du, einen Meter weiter links oder einen Meter weiter rechts, das hätte es ja schon da, aber nö, nö. Schöne Bitte, ey. Unsere Viecher wieder was zu fressen. Ich wollte mir unbedingt mal noch die Menge aufschreiben, wie viel ich hatte, damit ich das besser im Blickfeld habe, was hier passiert mit meinem Zuwachs. Ihr habt mir geschrieben, es ist tatsächlich so, wenn ich Nachwuchs kriege, müsste rein theoretisch hier irgendwo ein Kälbchen rumlaufen. Beziehungsweise wird aus dem Kälbchen ein großes. Also das muss ich auf jeden Fall noch beobachten. Und dann, glaube ich, wird es eine geile Geschichte hier. Gut. Ich sehe hier keins rumspringen. Schauen wir mal. Gut, dann brauchen wir als nächstes unseren Case von den Farming Dudes. Ich spreche es halt immer wieder an, ne? Weil die Fragen kommen immer und immer wieder. Und im Idealfall haben die Leute bis hierher geguckt, aber meistens ist halt so, die kommen rein. Wo gibt's die Mod? Und dann gehen sie wieder. Ist ja ein solides Video, oder? Oder? Was meinst du? Ich hab's irgendwie im Urin. So, ab jetzt geht's bergab. So, ich nehme das mal ganz kurz hoch. Dass wir da mal einen Meter weiter rüberfahren können. Wir machen das hier auf die Seite. So, damit wir hier die Geschichte soweit ordentlich aufmachen können. Es läuft bisher, ne? Ich bin auch ganz erschrocken wie ihr. Glaubt's mir. Total erschrocken. Es läuft zu gut. So, wir brauchen auf jeden Fall die Ballengabel, beziehungsweise Palettengabel besser gesagt. So, zu dem Thema Collie nochmal, ne? Deswegen kann ich zum Beispiel hier diese Gabel hier vorne hinstellen. Normalerweise ist da Collie. Und dann kommst du da nämlich nicht hin.
Ich liebe einfach meinen Telelader. Herrlich. So, wir haben hier zwar noch ein Saatgut drin. Allerdings ist das Standard-Saatgut, nicht für den Realistic Seeder. Und ich meine, das funktioniert nicht. Und ich will mir heute nicht die Blöße geben. Ich will es einfach mal komplett richtig machen, alles. Zumindest so gut es geht. Sodele. Komm, da drehen wir gleich mal um. Komm mal gescheit, ne? Wasser, dass man das Sackidee reiset. Sonst haben wir hier bald oben am Hof eine neue Wiese. So. Also, dann rauf die Möhre. Bitte lass es gehen. Bitte lass es gehen. Vorteil am Telelader, ne? Ich kann hier ein bisschen weiter wegstehen. Und komme trotzdem hin. Ja, es darf auch mal... Es darf auch mal, ne? So, und Thumbnail ist auch noch geglückt. Guter Tag heute. Ein guter Tag. Junge, was gehört da alles, ne? Naja. Ich wollte gerade sagen, da geht ja ordentlich was rein. So, wir lassen es mal hier stehen. Vielleicht brauchen wir es nochmal. 17 Minuten. Haben wir so lange jetzt nichts gemacht. Super. Aber ich finde, wir waren sehr produktiv und sehr erfolgreich bis jetzt, oder? Gut, also Klappe zu. Ich muss das Zwischengas geben, damit das Zeug schneller einklappt. Und jetzt bin ich gespannt, was uns das Spiel gleich draus macht, aus unserer Aktion hier. Also wenn ihr dachtet bisher, Yogi, das ist eine absolut solide Folge, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und für diejenigen, die es noch nicht getan haben, gerne ein Abo dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen, das kostet dich nichts. So, und wir fangen ganz hinten an. Einmal Gang raus, ausklappen. So, das Gemeine wird ja jetzt, na klar, sein, wenn das Spiel nichts draus macht, wenn ich hier drüber fahre, dann werde ich natürlich im Off alle Wiesen abfahren. Ist ja selbstverständlich, oder? Okay, verstanden? Gut. Also, machen wir einmal an. Lassen das gute Stück ab. Also optisch passiert schon mal nichts. Saatgut geht auch nicht raus. Das läuft ja auch wie geschmiert. Also, wir haben es sozusagen angeteasert, okay? Können wir uns darauf einigen? Ich sehe schon die Kommentare. Oh, wieso machst du das? Das bringt doch eh nichts. Deswegen habe ich es extra zu Beginn nochmal erläutert. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich werde jetzt natürlich im Off alle Wiesen abfahren. Das ist ja wohl selbst auch erklärend. Ich glaube nämlich nicht, dass da großartig in der Optik, in der Übersicht irgendwas passiert.
Wir gucken einmal kurz durch zur Sicherheit. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier irgendwas sehen werden. Eine Veränderung. Wir werden, wie gesagt, dann dieses Slip-Gedöns mit reinnehmen. Und dann ist das Thema auf jeden Fall angeschnitten. Und zumindest weiß ich durch eure Kommentare dann, Yogi, vom Arbeitsschritt her an sich passt es. Nimm die Mod mit rein und dann hast du beim nächsten Mal auch mehr Spaß und das macht dann auch mehr Sinn. In dem Sinn, ich mache jetzt alle drei Wiesen. Ich will es nochmal wiederholen im Off. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Pseudo-Yogi. Und ciao.